Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Heute haben wir richtig schlechtes Wetter. Es regnet schon seit Stunden in Strömen. Wir haben jetzt seit Anfang, Mitte Oktober. Temperaturen gehen noch einigermaßen. Es ist so, ich habe heute total Bock drauf, mal wieder einfach ohne meine Outdoor-Küche, also ohne meinen Jeep und ohne dem großen Setup rauszugehen. Einfach mal in den Wald. Ist jetzt relativ spontan. Ich habe total den Hunger und ich habe euch ja schon öfters erzählt, wenn ich daheim in der Wohnung bin, da habe ich nie Bock, mir wirklich was zum Essen zu kochen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach rauszugehen in den Wald bei schlechtem Wetter und mir draußen eine Kleinigkeit zum Essen zum Kochen. Was das Ganze jetzt noch ein bisschen begünstigt hat, ist folgendes. Ihr könnt es an mir sehen. Heute habe ich diese Jacke gekriegt. Das ist eine alte Schweizer Armeejacke im sogenannten Alpentarn. Die finde ich richtig geil und die kann man total günstig im Internet im Moment noch kriegen, was mich wirklich wundert, weil ich finde diese Jacke absolut geil, weil die sowas von vielseitige Funktionen hat. Eventuell werde ich in dem oder vielleicht in dem nächsten Video auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, die Tarnjacke, die passt da gut in unsere Wälder zu dieser Jahreszeit, weil hier rote Elemente mit drin sind, was eigentlich auch relativ selten ist in Tarnmustern. Und in so einen Herbstwald passt das richtig gut mit rein. Thank you.
Ja Leute, inzwischen habe ich mich eingerichtet. Jetzt muss ich euch aber trotzdem noch was Lustiges erzählen. Zwischen den Aufnahmen, die ihr jetzt gerade gesehen habt, und der jetzigen liegt ein ganzer Tag. Ich war nämlich gestern hier, wollte meine Sachen aufbauen und habe dann gemerkt, dass ich gar kein Feuerzeug dabei habe und habe auch nichts anderes dabei gehabt, mit dem ich Feuer machen hätte können. Scheiße gelaufen. Ja, man musste wieder umdrehen und heim. Deswegen bin ich jetzt heute einfach nur mehr raus. Ich hätte zwar die Illusion für euch zerstört, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten und meine eigene Blödheit. Passiert halt leider mal. Und ja, am Wetter hat sich nichts geändert. Es regnet heute sogar noch mehr wie morgen. Und ja, jetzt mache ich mir was zum Essen. Heute mache ich mir einen Gulasch-Nudeltopf. Dazu werde ich mir jetzt hier erstmal Wasser in den Topf geben. Machen wir gleich noch ein bisschen Salz mit rein, dass das nach was schmeckt. Ja, und ich mache sogar noch eine kleine Prise Knoblauch mit rein. Kann nicht schaden. Dann auch gleich noch ein bisschen Öl rein, dass die Nudeln nicht so zusammenkleben, weil ich muss die nachher noch mal kurz abgießen, weil ich noch ein paar andere Zutaten dabei habe, die ich mir frisch zuschneiden will und dann das Ganze noch ein bisschen aufpimpen. Jetzt erzähle ich euch noch kurz was zu dem Aufbau. Das ist jetzt ein bisschen eine unkonventionelle Art, wenn ihr das mit den üblichen Bushcraftern vergleicht, die ihre Paracords dabei haben. Ich sage aber gleich dazu, ich bezeichne das, was ich mache, weder als Bushcraft noch Survival noch sonst irgendwas, weil mich dieses Schubladendenken sowieso nervt. Ich mache ganz einfach das, auf das ich Bock habe. Und ich habe hier einfach Spanngurte verwendet. Mit den Spanngurten habe ich mir hier diese Allzweckplane abgespannt. Das geht halt relativ schnell. Sowas kann man dann einmal wirklich machen, wenn man nicht so viel Zeit hat und vielleicht bloß 2 Stunden in den Wald rausgehen kann. Dann habe ich mir hier mit einem Abspanner und einem Hering das nach hinten abgespannt. Das ist ein bisschen so eine Drachenform. Ja, und hier habe ich meine beliebten Expander-Schlaufen. Die zieht man einfach hier durch die Allzweckplane mit der Kugel durch und dann kann man das abspannen. Das kann man x-beliebig mit mehreren dann verlängern. Das Ganze rührt daher, dass ich ja viel mit dem Kajak unterwegs bin und diese ganzen Sachen, die ich immer verwende, sind halt einzelne Komponenten, die ich eben in meiner Kajak-Ausrüstung verwende und da dabei habe. So, in der Zwischenzeit, während das Wasser jetzt warm wird, schneide ich mir einen frischen Paprika und eine kleine Zwiebel her. Das mache ich dann nachher mit Öl da rein und brate mir das zusätzlich noch an. Das ist natürlich nicht gerade die intelligenteste Idee, hier auf den Tisch zu schneiden, während hier das Wasser kocht. Aber wird schon gut gehen. Ja, heute bin ich mal wieder mit kleinerem Messer unterwegs. Ich bin in meinem Opinel Nummer 12 gewohnt. Ja, das sind dann meine frischen Zutaten, die mit reinkommen. Und ich bin gerade auch ein bisschen mit Gewürzen am Experimentieren. Da werde ich mir dann nachher noch was in das Gulasch mit reinmachen, um das einfach mal zu testen.
Ja, die Nudeln sind allmählich durch. Ich kann jetzt schon mal abgießen. Wenn man extra so dünne Bandnudeln kocht, weil die muss man nicht so lange kochen, auf den kleinen kochen ist das ganz gut. Ich muss jetzt mal kurz zwischenlagern hier. Ja, dann geht's weiter zum nächsten Schritt. Machen wir hier mal kurz an. Öl rein. Und dann kommen noch die frischen Zutaten hier mit rein. Riecht ja schon richtig geil mit den frischen Zwiebeln. Ja, als nächstes kommt das fertige Gulasch rein. Und zur Feier des Tages mache ich nur 3 Nelken rein. 2 von diesen Beeren hier. Wacholderbeeren und zusätzlich noch ein Lorbeerblatt, um das Ganze mal ein bisschen hier aufzupimpen. Dann ein paar Chiliflocken mit rein für die Kälte. Wir haben es heute 11 Grad. Prise Curry. Und noch einen Schuss Wasser. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen einköcheln. Dann kommen die Nudeln rein. So, jetzt mache ich mir noch die Nudeln rein. Leute, der Geruch ist echt geil. Und ich bin richtig froh, dass ich nicht daheim in der Wohnung sitze, sondern hier im Wald. Und hier so einen geilen Gulaschnudeltopf machen. So. Jetzt würde ich mal sagen, hat's das Ganze. Mahlzeit. Richtig geil.
Ja Leute, ich habe es ja im Intro schon kurz gesagt, dass ich nochmal auf die Jacke eingehen werde. Das ist eben eine M70, heißt die, glaube ich, von der Schweizer Armee. Es nennt sich Parka, ist aber relativ kurz. Also ihr seht, es geht bis kurz unter die Hüfte. Das sind Restbestände von der Schweizer Armee und die kann man aktuell noch relativ günstig kriegen. Vor einigen Jahren, als ich noch nicht so einen ausgeprägten Sinn für Camouflage-Muster hatte, habe ich die sogar mal in so einem Art Baumarkt zum Kaufen gesehen, auch zu Spottpreisen. Habe mir aber keine mitgenommen, weil ich das Muster irgendwie befremdlich fand, weil da eben diese roten Partien mit drinnen sind. Und über die Jahre hinweg, je mehr, dass ich mich eben mit Tarnmustern befasst habe, desto größer ist mein Interesse eben an der Entstehung und an der Vielfalt dieser verschiedenen Tarnmuster geworden. Und deswegen habe ich mir jetzt eben die noch geholt. Ich habe für die 19 Euro gezahlt, habe ich ja im Intro schon gesagt. Das ist wirklich ein Spottpreis für dieses Teil. Die ist komplett aus Baumwolle. Den Stoff würde ich jetzt mit einer Art Jeansstoff vergleichen. Ist das natürlich eigentlich nichts für so ein Wetter, weil das nass wird und das auch nicht imprägniert ist richtig. Aber trotzdem, es ist jetzt bis jetzt nichts durchgegangen. Ich bin jetzt doch schon eine Zeit lang hier draußen unterwegs. Das ist richtig massiv, auch durch diese ganzen Taschen, die hier angebracht sind. Das ist fast wie so eine militärische Anglerweste, würde ich jetzt mal sagen. Ihr seht es, ihr habt hier vorne zwei riesengroße Brustbeutel, würde ich das schon fast sagen. Die sind alle mit Druckknöpfen verschließbar, mehrfach. Also man kann praktisch da die Weite verstellen mit diesen Teilen. Dann hat sie hier vorne aufgesetzt, nochmal zwei riesengroße Brusttaschen. Da geht richtig, richtig viel rein. Innen habt ihr auch so einen kleinen Organizer, wo man so Stifte und sowas einstecken kann. Dann eine Besonderheit ist das hier. Ihr habt hier vorne so einen Klick-Karabiner. Ich versuche das mal auf der GoPro zu zeigen. Es funktioniert zwar nicht immer so. Ihr habt hier so einen Klick-Karabiner dort. Kann man auch noch Sachen einhängen. Dann hat diese Jacke hier Metallösen. Ihr könnt jetzt diese Metallösen verwenden, um euch da irgendwas hinzuhängen von eurer Ausrüstung. Aber das hat dann einen anderen Sinn. Und zwar zu dieser Jacke gibt es einen speziellen Rucksack dazu. Und dieser Rucksack, der kommt ohne ein separates Tragegestell aus. Und zwar, der wird direkt am Rücken befestigt und hier eingehakt. Das geht dann, glaube ich, bloß unten um ein Teil rum. Den möchte ich mir auch nochmal holen. Der kostet circa 4 Euro. Also zwischen 4 und 8 Euro kriegt man diesen Rucksack. Und den will ich mir auch noch dazu holen. Dann habt ihr hier an der Seite am Ärmel eine Tasche. Auf der Seite ist keine. Dann vorne habt ihr eine Druckknopfleiste. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die könnt ihr hier aufmachen. Da unten ist auch nochmal so eine zusätzliche. Man kann es auch offen lassen, dann ist das alles so ein bisschen weiter. Hat man ein bisschen mehr Spielraum. Und dann habt ihr zusätzlich darunter nochmal einen Reißverschluss, den man aufmachen kann. Also das ist echt richtig gut gearbeitet, das Ding. Und das wiegt die Jacke. Das ist fast wie so ein Smog, würde ich mal sagen. Schmock. Parker ist eigentlich, finde ich, ein falscher Begriff. Aber die wiegt über 2 Kilo. Ich habe die mal auf die Waage gelegt, weil, wo ich sie aus dem Karton genommen habe, war ich schon überrascht, wie schwer die ist. Und das, nur der Stoff einfach, dann wisst ihr schon, wie viel Stoff da vernäht ist, wiegt über 2 Kilo. Ja, hinten ist es dann ähnlich. Hinten habt ihr auch nochmal riesige Taschen, wo ihr euer Equipment reinmachen könnt. Es geht hier an der Seite los. Das sind auch nochmal so ein Organizer, wo ihr kleinere Sachen wie Stifte reinstecken könnt. Dann eben diese riesen Taschen da ringsherum dran. Dann als nächstes gibt es hier eine Kapuze, die ist größenverstellbar. Ich habe die jetzt hier oben hochgeknöpft. Wenn ich den Knopf aufmache, dann wird die weiter. Aus dem Grund, die ist wahrscheinlich so geschnitten, dass da ein Stahlhelm drunter passen würde. Also ihr seht es, die ist dann richtig groß. Und wiederum eine weitere Besonderheit, was ich bei keiner anderen Jacke bisher irgendwo gesehen habe aus dieser Zeit, also das halte ich eigentlich für sehr innovativ, ist ein Camouflage-Netz eingebaut. Und das kann man sich so übers Gesicht rüberziehen. Und wenn man dann hier mit den Bändern zumacht, ihr seht das, habt ihr eine komplette Tarnung fürs Gesicht. Das muss man dann natürlich hier wieder hoch machen. Und das finde ich für so eine Jacke aus der Zeit schon wirklich sehr innovativ. Was ihr zusätzlich noch habt, ich muss das mal kurz wieder hoch machen,
hier außen, wo man sich vielleicht mit einem Ellbogen, wahrscheinlich jetzt für die Soldaten auch gedacht, wenn die irgendwo drin liegen und so einen Gewehrenanschlag nehmen, das ist hier nochmal zusätzlich mit Kunststoff übernäht. Der hat eben das gleiche Muster. Ich vermute sogar, dass das das Material ist, aus dem es auch die Regenponchos, die passenden, dazu gibt. Und aus diesem Material sind hier nochmal so Flicken drauf genäht als Nässeschutz. Es gibt dazu auch eine Hose, eine passende. Bei der ist es ähnlich, da ist auch dieser tarnfarbene Kunststoff, ich glaube, ab dem Knie nach unten drauf genäht, wenn man am Boden kniet, dass eben kein Nässe durchgeht. Die werde ich mir auch noch zusätzlich dazu holen. Dann bei diesem Tarnmuster ist es so, das ist im Prinzip, man ist sich nicht ganz klar darüber, oder was heißt, man ist sich nicht ganz klar, ihr wisst es selber, es gibt immer besser, wisst ihr, es gibt wichtig Tour. Ich will da auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber es ist so, dass dieses Muster eigentlich der Nachläufer vom sogenannten Leibertarn oder Leibermuster ist. Das Leibertarn und Leibermuster, das war das letzte Tarnmuster, was in Deutschland entwickelt wurde, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also das wurde erst ab Februar 1945 ausgegeben und hätte damals alle anderen geläufigen Tarnmuster einheitlich absetzen sollen. Dieses Leibermuster wurde, soweit ich mich richtig informiert habe, damals in der Tschechoslowakei gedruckt, und man sagt, dass diese Druckwalzen oder diese Maschinen auf Umwegen nach dem Krieg in die Schweiz gekommen sind und dann eben nach dem Krieg dieser Alpentarn daraus entstanden ist. Ob das wirklich so ist oder ob die einfach nur dieses Camouflage-Muster an sich kopiert haben, weiß ich nicht, weil ich auch kein originales Leibermuster als Referenzmaterial habe, dass ich praktisch diese Größe hier vergleichen könnte, aber es lässt sich nicht leugnen, dass mehr als nur Ähnlichkeit besteht, auch wenn die Farbgebung damals eine andere war. Und bei diesem Leibermuster war es damals so, die deutschen Tarnmuster haben damals überhaupt zu den ersten weltweit gehört, und das war alles noch in einem sehr experimentellen Stadium damals, und man hatte damals bei diesem Leibermuster experimentell eben versucht, dieses Schwarz, da hat man Carbon-Schwarz verwendet, weil damals die ersten Nachtsichtgeräte oder Infrarotgeräte am Aufkommen waren, und man sagt, dass dieses Carbon-Schwarz, was in diesen schwarzen Elementen vom Leibermuster drin war, eben dafür gut war, dass man es dann nicht mehr mit diesen neu aufkommenden Geräten orten konnte. Wie gesagt, ich habe da keine Belege dafür, das sind halt die Sachen, wo man im Internet lesen kann, das könnt ihr ja selber nachlesen, wenn es euch interessiert. Ich finde diese Geschichte eigentlich ziemlich interessant, weil früher habe ich mich nie wirklich damit befasst. Ich hab immer gedacht, ja okay, Tarnmuster ist Tarnmuster, aber die Entstehung und wie diese ganzen Sachen wirklich funktionieren, wenn man draußen unterwegs ist, damit habe ich mich nicht näher informiert, und das kam eigentlich erst über die Jahre, dass mir diese verschiedenen Tarnmuster mehr interessiert haben und ich mich dann auch angefangen habe, mehr darüber zu informieren. Gut, ihr seht, es regnet noch immer und ich werde jetzt schon langsam meinen Rückweg antreten, habe noch ein gutes Stück zum Auto zurückzulaufen. Ich sage auf alle Fälle danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn nicht, Daumen runter, und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ciao.